So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fahrradvlog. Ja, immer noch auf dem Fahrrad. Was soll ich machen? Ich werde euch jetzt nichts erklären. Ich will euch nur sagen, wie es weitergeht, was ich vorhab. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Motorradnachrichten hat ein Video gepostet. Ein paar Infos über mich, ein paar generelle Infos über die ganze Sache. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, würde ich euch empfehlen. Und bei mir auf Instagram, da bekommt ihr immer die meisten Infos mit. Also da bin ich eigentlich am aktivsten. Ich habe momentan nur ein iPod. Mehr habe ich nicht. Ich habe einen Laptop von einem Kumpel und noch meine Xbox 360. Was macht er da? Was machst denn du? Er kriegt's nicht hin, Mann. Fahr mal rechts. Oh, oh shit. Ja, wegen meinen Videos, ich werde, sobald ich meine Kamera habe, sobald ich mehr weiß, werde ich Statements machen. Das heißt, so wie bei IP, also was passiert ist, wie es passiert ist, was auf mich zukommt und so weiter. So was werde ich machen. Du, gell? Ihr Lump, das ist verboten. Du Lump. Gut. Ich hoffe, das kann man wenigstens angucken, so ein paar Fahrradvlogs. Mit so einem Spasti. Und mehr kann ich euch halt nicht bieten. Ich könnte vielleicht von einem Kumpel ein Motorrad ausleihen, aber das ist auch schwer. Das, ja, mache ich ungern. So, und was passiert, wenn ich eine Sperre bekomme? Ich glaube auf jeden Fall eine Sperre. Aber ja, wenn es 2 Jahre sind, dann erhänge ich mich. Nee, ich realisiere den ganzen Kack noch gar nicht richtig. Deswegen, ich weiß nicht, ich nehme das gar nicht so ernst. Deswegen, boah, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, wenn ich eine Sperre habe. Aber ich habe schon was vor. Also falls ich eine Sperre bekomme, so 3 Monate, das ist ja nichts. Die überstehe ich auch so. Genau. Ich hole mir dann, also ich verkaufe meine XC, weil die XC kann ich halt nicht legal auf der Straße fahren. Deswegen muss die weg. Lang hätte ich sie eh nicht mehr gefahren. Ja gut, Ende Juni hätte ich mein A2. Oh hey! Wohin? Ich zeige nur mein Fahrrad, dann rede ich nur ein bisschen. So. Mein Bike, irgendein Feld oder Field oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und hier mein Zweitbike, ja, Hauptsache auf den Rahmen. Das werde ich bald verkaufen. Ich habe das damals echt wenig gefahren, man sieht noch hier, das ist der erste Satz Reifen und das habe ich 2013 gekauft. Das ist extrem, also bin extrem wenig gefahren. Letzten Winter zum Beispiel stand die nur in der Garage. Also wirklich komplett. Ich bin nicht einmal gefahren, wahrscheinlich vielleicht mal zur Bank oder so. Hier halt ein paar Kratzer, aber sonst hat die keine Kratzer. Keine Probleme. Muss ich bald verkaufen, dann kaufe ich mir ein normales. Nur mit vorne mit einem Dämpfer. Weil hinten den brauche ich einfach nicht. Und was mache ich, wenn ich jetzt eine Sperre bekommen. Ich verkaufe meine EXC und kaufe mir dann eine 300er EXC und fahre die illegal auf der Straße. Nee, Spaß. Ich kaufe mir dann eine 300er EXC oder so und fahre die dann halt auf Enduro-Strecken, Supermoto-Strecken, je nachdem. Wir kommen gleich.
Weil, was soll ich machen? Ich kann halt dann nur noch Privatstrecke fahren und da kann ich meine grad verkaufen, eine große kaufen. Weil, weiß ich, das lohnt sich ja dann nicht. Dann mache ich bei meiner noch einen Kolbenwechsel und so, mache die wieder hübsch und dann wird die verkauft. Weil, ja, lieber fahre ich mit einer großen. Gut, die 125er, die reicht auch, aber da habe ich schon mal eine, die mir oder die länger hält, mit der ich länger fahren kann. Und falls ich keine Sperre bekomme, was auch sein könnte, also wer weiß, ich habe ja keine Ahnung, verkaufe ich die EXC trotzdem und kaufe mir noch eine Beta oder so eine RRLC oder so ein Scheiß. Weil dann kann ich wenigstens noch ein bisschen fahren, habe noch ein geiles Moped, halt die 15 PS, aber mein Gott, damit kann ich leben. Und ich weiß, ich kann noch nicht weiter planen, weil ich nicht mehr weiß. Von dem her abwarten und fragt mich nicht so viel. Ich weiß doch selber noch nicht, was los ist, was passiert. Ja, von dem her war es mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und guckt auf Instagram vorbei. Keks. Kiki. Du, gell?